Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner NHL 2016 DEL-Saison. Im letzten Spiel hat es eine ziemlich deutliche Niederlage gegeben, 6:2 gegen die Schwenninger Wild Wings, nachdem ich ja noch im ersten Spiel der Saison 10:5 gegen die gewonnen habe, war ich jetzt absolut chancenlos und bin dadurch auch von Platz 7 auf Platz 10 zurückgefallen. Hier auf jeden Fall die aktuelle Tabelle. Auf Platz 1 Mannheim mit mittlerweile 19 Punkte Vorsprung auf mich, aber auch 2 Spiele mehr. Dahinter dann die Hamburg Freezers 31 Punkte. Die Augsburg Panther mit 28 Punkten. Die Thomas Sabo Ice Tigers mit 23 Punkten. Ebenfalls 23 Punkte auf Platz 5 Straubing. Die Krefeld Pinguine auf Platz 6 mit 20 Punkten. ERC Red Bull München mit 19 Punkten auf Platz 7. ERC Ingolstadt mit 19 Punkten auf Platz 8, Iserlohn Roosters auch mit 13 Spielen und 17 Punkten auf Platz 9, ich auch 13 Spiele, 17 Punkte auf Platz 10, dahinter die Düsseldorfer, auf Platz 12 Schwenning, auf Platz 13 Grizzly Adams Wolfsburg und tatsächlich sind die Eisbären Berlin mit 14 Punkten auf Platz 14 abgerutscht. Dann kommen wir nochmal zu den aktuellen Topscorern der Liga. Schauen, ob sich da was getan hat oder ob ich mit Ryan Jones auf Platz 1 bin. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, Ryan Jones weiterhin 18 Punkte. Dahinter Glenn Metropolit. Einige Mannheimer auf jeden Fall mit dabei. John Rowe, wo ich immer noch nicht weiß, was so ausgesprochen wird. Danny Heatley auch 16. Und dann Patrick Reimer und Jochen Hecht mit 15 Punkten. Die 14er schenke ich mir dann jetzt alle. Kommen wir mal zu den Torhütern. Da haben wir eine Fangquote von 94 bei Endras, 94-0 bei Delorier und Jonussov, der aber, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, deutlich weniger Spiele gemacht hat. Wo haben wir eigentlich meinen Gustav Wesslau, 86er Fangquoten, 43 Gegentore, armer Kerl. Na gut. Wesslau bleibt auf jeden Fall im Tor. Heimspiel gegen die Ice Tigers. Aber wir werden mal wieder umstellen. Und zwar ist wieder Reihe 1 Hager, Jones, Weiss und Lalonde und Eriksen. Weil damit bin ich der Meinung, läuft es doch etwas besser. Nochmal schauen, vielleicht werden ja die Statistiken wieder angezeigt. Ja, die Statistiken sind wieder da. Gustav Wesslau. 3,89 Gegentore pro Spiel. Ob das stimmt? Und Andreas Jennicke, 3,97. Fangquote von 0,79. Hat aber erst 2 Saisonspiele gemacht. Da sollte doch vielleicht was möglich sein. Erstes Aufeinandertreffen habe ich ja noch verloren. Ich glaube, es war 3 zu 4. So. Direkt mal einen wichtigen Check. Nein. So, Ryan Jones über die Flügel. So, auf Hager. Nein, zu lang geguckt. Und Wesslow. Der braucht die Saves. Duell der Topscorer auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Heatley gegen Jones und Patrick Reimer darf man auch nicht vergessen. Oh, jetzt haben nicht die Nürnberger aber hinten doch etwas festgespielt. Aber jetzt Hager. Nochmal Jones, obwohl wir eigentlich eine neue Reihe mal bräuchten, so langsam wie die alle sind. Herr Hager verpasst doch.
Hey, was war denn das jetzt? Oh, Sulzer! Oh, da haben wir aber Pech gehabt. No, das war aber fast abs. Oh, Save von Weslow. Sowas hält aber was von der blauen Linie. Da sieht das schlecht aus. Nürnberg's a better team on the road than they are at home. They play aggressively on the road. They don't seem to worry too much about if they make a mistake or not because they. Und wieder Weslow. What magic even to get there and get the shot off. With this puck being so close to net, this is all a reactionary save. Ah, Mist. Oh, verdammt. Und 1:0, Johannes Simonsen. Müssen wir mal schauen, ob wir die Yannick-Quote ein bisschen noch verbessern können. Beziehungsweise für ihn verschlechtern. Gogola und Lüdemann mit den Assists. Of time remaining in this first period and in the rest of the game, of course, to try to build on. Oh, unsere vierte Reihe, Oman, Latta und Uvira auf dem Eis. The Ice Tigers are moving the puck through the neutral zone. Looks ahead to start something. In the defensive zone, making headway on Delatta. Oh. Oh, scheiße, Uvira, warum schießt er denn? The Ice Tigers with possession in their own end. New D on this dump in. Moves up the wing. Oh, die Chance für. Nein! Da wollte ich mal rüberlegen zu Latta. Und Weslow. Aber ich halte ihn wieder fest. Big face-off win. Oh, Williams, ganz wichtig. And he drives on through center. Oh, here's a wrister. Terrific glove save, but it's loose. Got it on his stick. Och man, Jennecke, und den hält er. Not much room to work, but he got a good shot away. You want to score goals, you have to go to this area. The Ice Tigers with a clean win on the draw. Nürnberg's accelerating ahead through center. So, Salmonsen wieder. In his defensive end to get it. In the defensive zone, hanging on to it. Oh, and here's a 3-on-2. Cologne's up the wing, controlling play now. Flings it. Missed. Looks ahead to start something. To Mazaros. Gets that pass back again. The Ice Tigers carrying it on in neutral ice. Puck gotten behind the net by Eriksson. So, Eriksson. Auch gegen sein altes Team. Und da ist wieder die nominelle Reihe 1 drauf, aber nicht heute. Wieder nur Reihe 2. Und Eriksson räumt alles weg. So, Oslund und Umicevic. Schade. Reinprecht. Und Weslow wieder mit dem Save. Das braucht er mal, wenn man schön. Oh, ich habe jedes Bulli verloren. Wenn man schön, wenn er wenigstens mal ein Drittel zu Null spielen würde. Hager gewinnt das Bulli. Oh, Weiß. Ganz knapp vorbei. Und da haben wir wieder Danny Heatley. So, jetzt vielleicht die Chance für. Oh, Pfosten, Ryan Jones. So, 1:0 steht's nach dem ersten Drittel für die Haie. Sieht auch schon ein bisschen besser aus als gegen Schwenning. Und die Torschüsse 7:6, ja, definitiv. Pässe sind auch weiterhin im 70er-Bereich.
Tendenz nach oben läuft. Da machen wir weiter mit dem zweiten Drittel. Oh, Hage. Leider das Bulli verloren wieder. Aber Lalonde räumt gut weg. Aber auch Lalonde wird von Foster weggeräumt. So, ruhig. Ach, scheiße. So, nein. Moves to the corner, stays along the boards. Oh, he made him zig when he should have zagged, didn't he? Oh, Wesslow. That's one way to stop the momentum. Cover the puck and get a whistle. Nice face-off work. Takes his pass from the goalie. Gibt's ja gar nicht. Ich habe ja mit Jason Williams mal einen Bulli gewonnen. So. Carries it up the side. Fires. Missed. Can he generate something? Lugged along the line, slides it to the point to Sulzer. Fires. Oh, Sulzer. Williams looks rattled here. He's injured, going back to the bench slowly. Nürnberg's on the move through the neutral zone. Good work. Stepped on past. Broke it up well with the poke check. Und Wesslow wieder mit dem Save. Und ach man, und ich krieg nicht den Spieler, den ich da haben wollte. Back near the blue line to McKenzie. Booted aside. Müller kriegt ihn auch noch nicht raus. Ich glaube, ich lasse das echt Zukunft hier mit dem Schnellspielen. Und Wesslow. So, ich halte ihn fest. Ich spiele nicht schnell. So, Falk. Ey, hallo, wollt ihr auch mal nach vorne laufen? Seid ihr bescheuert? So, wenigstens mal der Puck jetzt der neutralen Zone. Simonsen. Anker. Was ein Schuss. So, die Chance für Gogula. Und wieder Simonsen. Gleiche Idee wie beim 1:0. Ich bin so kreativ. So, unsere vierte Reihe wieder da. Latta beim Bulli. Aber ja, verliert ihn. Oh, Uvira. Oh, Nürnberg spielt wieder ins eigene Drittel zurück. Und wieder Wesslow. Ja, jetzt habe ich mal gehofft, dass es gut geht. Nein, und da kommt er nicht durch. Und, och Mann, und das ist so ein Fehler wieder gewesen. Scheiße. Hätte ich es einfach gelassen. Irgendeiner kommt nicht zurück, haben sie gerade gesagt. Ich hoffe, keiner von mir. Also Jones ist auf jeden Fall da. Hager ist da. Oh nein! Ey, was war das denn? Alter. Das gibt's nicht. Alex Weiß mit dem 2:1. Mit der Drehung. Sauber. Das
spannendes Spiel. Ryan Jones und Patrick Hage. You get to this high scoring area, a wrist shot is a great choice. And so we loved scoring up there, didn't we? Right up underneath the bar, you beat the goalie over the glove. Lalonde Eriksson ist auf jeden Fall da. Nürnberg's got another face-off win. Forcing attention indeed. Ich glaube, Nürnberger ist verletzt. Frazier, Seagal. So, jetzt nochmal die Chance wieder. Salmonsen. Alter. Nein! Fast das 3-1. Also hier ist Jennecke gar nicht so schlecht dafür, was der an Fangquoten hat. So, Reimer, Beatley ist auch da. Kann das sein, dass Ankert fehlt? Ne, Ankert ist auch da unten, oder? Ankert ist... Wollt ihr mich verarschen, ey? Danny Heatley. Da setzt er sich hier gegen drei, vier Leute durch. Nürnberg's collected another victory on the faceoff. He's got that point pass. Pass cut. So, Uvira, komm, Junge. Nee. Hätte ich vielleicht abspielen sollen. Ich gewinne mit Latta kein Bulli. Nein. Jawohl, Alex Sulzer, 3 Sekunden vor Schluss. 3:2. Müller und Latta, die Assistenten. Dreht er sich da raus, der Puck. So, da gehen wir doch wieder als Führender in die Drittelpause. Haben wir denn noch eine Schussstatistik? 17:13. 71% Pässe. Es ist auf jeden Fall noch im 70er-Bereich. Boah, Sprachfehler heute hier. Es ist schon wieder zu spät. Ich zeichne mich immer viel zu spät auf. Ich sollte das mal tagsüber machen, nicht mal nachts. Und Hager wieder. Null Chance beim Bulli. Überhaupt keine Anstalten, dass er da was machen will. Zurück ins Tor, Junge. Jawohl. So. Hager. Ach, ey, warum geht der Pass denn bitte in die Bande? Sauber. Glück, dass der da war. So, jetzt mal Hager auf Jones. Nein, Pfosten! So, Falk rettet ihn irgendwie mit dem Schläger. Und Nürnberg spielt selber in die neutrale Zone. Nein! The Ice Tigers in their own end controlling play now to Frazier. Nice job to get it from that winger to center ice. Great save! Wollt ihr mich verarschen? Sie kriegen... Oh, da, Salmonsen. Still has control through center ice. Go Gulla, bleib drüben, ich brauch dich da. Alter, Sulzer.
Jetzt muss Lasser hinten aushelfen. Zum Glück wechseln die gerade. Nein! Oh, reinbricht. Salmon sind immer noch auf dem Eis. Das gibt's nicht, Mann. Boah, Wesslau. Using the point, he's got it. Terrific save, terrific opportunity. Cologne's in their own end. Und Salmon immer noch. Oh, and here's a 3-on-2 off target. Marches on a cross, right near the line, and a slashing penalty. So, penalty rausgeholt. Überzahlspiel. Nürnberg's got a minor for slashing. There's always a start to your power play night, and this is number one. Och, Hager. Nein! Nein! Scheiße! Abseits. Oh, hier kommen Wesslau-Highlights. Ich hoffe, es sind positive. Ja, das sieht gut aus. He has been impossible to miss out there, Ray. He has been outstanding. You are right. Ich glaube, Williams fehlt. Weil Hager spielt auf einmal hier in Reihe 1. Das ist nicht gut. Pushing it on in the defensive zone. Takes it up that side. Gets in. What'll he do? And possession reestablished by Eriksson. Over the net. Oh, it was close. Sent out. And he'll es gibt wieder so ein Grotten-Powerplay von mir. Cologne's back to play in their own end as the clock ticks down on the power play. Oh, Mann. The Ice Tigers in their own end ready in attack. Speared along by McKenzie. Ey, der hat ihm auch einen Schläger aus der Hand gehauen. Puck gathered in by Eriksson. He'll move on in his own end. Schau jetzt mal Oslund vielleicht. Ja, auf jeden Fall haben sie das Unterzahlspiel überstanden. Oh, here's a wrister. Save. Cologne's recoiling back in their own end. Through the neutral zone, he keeps on going. Lalon, ey. Umicevic. Was war das bitte? Pitching it to Fraser. On that interception might turn into something. Carried through the middle. So, Alex Weiß. Jawohl! Sauber durchgesetzt. 4-2. Ohne Assistenten Alexander Weiß. Gegen das ganze Team. Hammer. Aber bitte die andere Perspektive. Wird jetzt hier einen meiner FIFA-Kollegen freuen, weil der ist nämlich Ice Tigers-Fan. Genau sowas kritisiert er auch immer in echt bei denen. Schönen Gruß an Fabi. Ach Mann. Nürnberg's got it in center ice. Good centering pass to the slot. Wesslau. You can't ask for a better opportunity in the scoring zone. What a Simonsen noch mal. Heads on to the corner. Oh, Gugula schießt drüber oder wer auch immer das war. That's gonna happen. There's not a lot of room there. He just missed the shot. And a bomb to Heatley. So, Müller, Hager. So, Jones hat heute noch gar nichts gezeigt hier. Wird's wohl mal Zeit. Alter, Hager wird da mal... Können wir auch, so. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Anytime you get hit in the open ice like that, that is a jolt.
shoots. Outstanding point blank save. You want to score goals, you have to go to this area. You got to find a way to put it in the net. Jannicke 13 Paraden. A good tie up on the face off. Ice Tigers müssen eigentlich jetzt gleich einen Goalie rein. Ja, da geht's los. So, Hager, komm, du hast letztens den Empty Netter vergeben. Das ist deine Chance jetzt. Und er macht ihn, Patrick Hager, jawohl. In dem Eisspiel hat er doch frei vorm Tor. Er hätte nur noch reinpusten müssen, er hat gegen die Latte geschossen. Ja, da habe ich mich auf jeden Fall gerecht hier für die Auftaktnieder, oder war ja gar nicht Auftaktspiel, aber auf jeden Fall gegen das erste Spiel, die Niederlage. So, vielleicht nochmal die Chance jetzt zum 6:2. Nee. Give yourself a chance. That puck cannot miss the net like that. The Ice Tigers on the move through center. One timer. Och komm, da machen die noch das dritte. Ey, ist doch gemein. Der arme Gustav. Ja, sie holen immer den Torwart raus. Naja, 5:3 gewonnen. Hauptsache gewonnen. Wessler hat ja auch wieder gute Saves gehabt. Machen wir nicht alle. Müssen wir. Schussstatistik 24:18. Free Stars, Weiß, Hager, Sulzer. Super. Mit bisschen Glück könnten wir uns mal mindestens wieder auf Platz 8 vorgearbeitet haben in der Tabelle. Aber ich kann es nicht versprechen. Aber auf jeden Fall Jason Williams muss aussetzen wegen Hüftschmerz und voraussichtliche Rückkehr am 11. November. Sieht man hier irgendwo das? Manuell bearbeiten. Aber gut, das ist wieder was, das mache ich jetzt dann wieder. Abseits der Aufnahmen. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dahin und ciao.